Wir haben hier so einen tollen Laden. Das ist der erste Rowdy. Miron, warte kurz. Weingärtner heißt er. Wir gehen jetzt hier rein und ich darf mich austoben. Darf ich mich austoben? Darf ich mich austoben? Ja, hallo, ich werde wohl einiges mitnehmen. Guck mal, der Einkaufswagen, der gefällt mir richtig gut. Denn hier passt so einiges rein. Letztes Mal hatten die noch andere. Letztes Mal hatte ich ja Miron dabei und da hatten die noch nicht so einen. Ja, guck mal, mit Eli ist doch jetzt perfekt. Eli kann in der Schale da hängen. Oh, guck mal, die haben doch so einen Wagen. Ja, cool. Wow. Aber Miron, ich weiß nicht, gehört das schon jemandem? Da ist eine Blume drinne. Ich glaube, die Blume hat jemand vergessen. Wollen wir die mit reinnehmen? Vielleicht gibt es da draußen einen. Miron kann sich austoben. Ich, Mama kann sich auch austoben. Alle freuen sich, außer nur Papa. Nicht. Papas Portemonnaie freut sich nicht. Er hat es bestimmt gar nicht mitgenommen. Oh, guck mal, hier gibt es auch Prosecco. Hm. Hast du nicht? Guck mal, das ist auch schön. Ich will so ein Gestell haben für zu Hause. So eins. Habt ihr das gehört? Das sagt er sein Vater. Und dank wem sagt er das übrigens? Möchtest du das der Community nochmal sagen? Das Kind war einen Tag mit Papa unterwegs. Einen Tag war es mit Papa unterwegs. Und dann kam es nach Hause und hat einfach abends so einen Spruch daraus gehauen. Mama war sehr begeistert, kann ich euch sagen. Ja, wir dürfen da jetzt nicht so drauf achten, dann vergeht das auch. Nee, du kommst auch bestimmt mit sowas noch. Oh, Hortensien und so, das ist echt so. Oh. Hortensien, Hortensien, wir haben zu Hause auch so viele Hortensien. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Aber ich wollte gerne so Klettererdbeeren mitnehmen. Oder ich bestelle die online. Und hier kann man auch Blumensträuße zusammenstellen lassen. Das ist auch ganz schön. Ja, samstags haben die übrigens auch auf, ne? Also, ich glaube sogar sonntags. Geschenkekörbe. Ja, so Geschenkekörbe sind auch was sehr Schönes hier, ja, das stimmt. Die kann man dann draußen auch. Geht auch. Ja, sieht schön aus. Guck mal, auch so kleine Hortensien und sowas ist mit drin. Das kann man alles dann draußen rauspflanzen, das ist richtig schön. Ja, ich und Blumen, ne? Also ich habe so die Liebe für Blumen entdeckt seit ein paar Jahren. Sind die auch mega cool. Ich glaube, ich nehme solche zwei Stück und friemel die auseinander in diese vier Hängenden, die wir haben. Die sind ja kleiner. Ich glaube, sowas nehme ich mit. Die hier. Mit dem Topf oder ohne? Wir haben vier Töpfe. Oh, die sehen ja richtig schön aus. Guckt euch das an. Die Frage ist nur, dürfen die im Freien sein? Oder müssen die über... Ja, weil ich weiß nicht, ob die eine Überdachung... Also die Mitarbeiterin hat gesagt, Fuchsien brauchen Schatten. Wir haben da nicht so viel Schatten. Wir probieren es mal. Mama ist probierfreudig. Wir nehmen zwei mit und dann gucken wir mal. So, da haben wir schon mal welche. Nu, was mit denen? Nee, die sehen nicht so schön aus. So, wie einige von euch bestimmt wissen, ich liebe die hier, ne? Ich liebe die über alles. Von denen nehme ich gleich sechs Stück wahrscheinlich mit. Ich glaube sogar mehr für draußen. Die brauchen aber einen schattigen Platz. Und da darf nicht so doll der Regen drauf prallen. Die wachsen. Oh, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Du hast
Ein Baby hat hier gerade nackt die Füße. Ich auch. Ich bin auch dabei. Gut, ja. Wunderbar. Dann haben wir jetzt eine gute Auswahl. So, die sehen wunderschön aus. So, jetzt muss ich mal überlegen. Also ich habe 6 Stück für unser stehenden Kübel. 2 Stück. 2 für die hängenden. Jetzt brauche ich noch 2 für die weiteren hängenden. Und dann brauche ich noch 4. Mit denen nehme ich auch 3 Stück mit. Die kommen bei uns auf den Tisch. Draußen. Du hast dein Spielzeug verloren. Bitte schön. Ja. Jo. Jo. Hallo, da seid ihr ja. Mamas Wagen ist schon voll, wir können die nächsten voll machen. Ein Frosch, hast du einen Frosch gesehen? Ja, ich weiß, deswegen haben wir 2 Wagen mitgenommen. So, und 4 Stück brauche, also ich brauche noch 2 hängende und 4 winterbeständige, die jedes Jahr einfach blühen. Einfach so. Ja, Leute, ich weiß nicht. Hortensien habe ich schon überlegt, aber wir haben schon so viele. Das muss irgendwas Größeres sein, was wirklich hinguckermäßig ist. So, dann gehen wir jetzt nochmal nach draußen. Gucken wir uns mal hier um. Das, glaube ich, macht mehr Sinn. So, ich wollte noch so Klettererdbeeren mitnehmen. Wenn es die hier gibt. Hallo, Rodi! Fertig, bist angekommen. Hat sich so verändert, seitdem wir aus Ägypten. Oh, es war das anstrengend, das Autofahren, ne? Buh! Anstrengend, das Autofahren? Ach, Mensch! Anstrengend, das Autofahren? Ach, das ist aber. Mensch! Wer ist denn das hier? Wer ist denn die? Also ich suche jetzt gerade nach etwas zwischen den, hinter dir ist jemand, zwischen den Buchsbäumen. Da ist ja noch Platz. Die Hochbeete. Zwischen den Buchsbäumen, da wollte ich, da muss irgendwas Größeres, Blühendes hin. Guck mal, er geht einfach. Ist mir eine Hilfe. Ja, das sind alles Jagade. Früchte und sowas. Habe ich auf Russisch gesagt, gar nicht gecheckt. Hier, guck mal. Vielleicht so roh, aber wir haben auch so viele Rosen, ne? Aber Rosen sind halt, die sind pflegeleicht, entspannt. Achso, darf ich den Wagen voll machen? Deine Zwecke ist kleiner. Achso, meinst du, dann nehme ich weniger mit? Da wäre ich mir nicht so sicher, Schatz. Vielleicht sowas hier. Da muss ich gleich Mitarbeiter fragen, wie das mit denen ist. Wie die gepflegt werden müssen. Es gibt auch viele verschiedene Farben von denen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, selbst Ivan ist von dem Laden begeistert, ne? Ich war bisher nur alleine hier. Ja, diese heftige Begeisterung. Er ist auch ein Pflanzenkenner, der hat mir gerade alles hier vorgelesen. Ich wollte eigentlich Mitarbeiter fragen. Der hat mir alles hoch und runter gelesen. Nur ich kenne jetzt den Preis nicht. Die sind winterhart, brauchen einen sonnigen Standplatz und blühen dann halt, ne? So blühen die dann. Und ich wollte ja irgendwas Schönes, Grünes und Farbiges gleichzeitig. Ja, die kommen auf jeden Fall in Frage. Nur
will ich nur wissen vorher, wie viel die kosten, wie viele wir dann mitnehmen. Oh, ist der Mitarbeiter weggerannt? Hä? Hä? Durchgang da. Wie viel kostet der? Ja, wie viel kostet der? 150, 200? 500? 500 Euro? Also ich zahle dir das aber nicht, ne? Ich finde, deiner ist schöner geworden, muss ich sagen, ne? Ja gut, ne, der ist wirklich schön, aber wir brauchten das ja maßgeschneidert. Bei uns ist das ja sowieso viel größer. Achso, jetzt habe ich die Pflanze gar nicht mitgenommen. Ja, Leute, hier gibt es echt einiges an Auswahl, ne? Man kann sich hier, was Blumen anbetrifft, austoben. Du hast es ja auch ganz süß. Das ist sehr süß. Wie so ein Brunnen. Richtig niedlich. Ja, wenn ich meistens dann nicht weiß, was ich kaufen soll, kaufe ich einfach Rosen. Wir haben schon so viele Rosen zu Hause. Aber diesmal habe ich mir vorgenommen, keine Rosen zu holen. Weil das einfach, ja, mal ein bisschen Abwechslung in den Garten muss. Boah, aber die sehen natürlich auch heftig aus. Solche haben wir auch. Die sind richtig schön. Guckt euch das an. Die haben wir auch in rosa. €300 kostet so eine Palme. Ja, wenn sie nur den Winter hier beleben würden. Wir haben viele Nachbarn, die haben solche Palmen. Oder was ist viele? Einige. Und bei denen überleben die es. Bei mir haben die Palmen immer aufgegeben. Die haben es leider nicht geschafft. Sehr traurig. Aber die Wahrheit. So, jetzt verbringe ich einfach den ganzen Tag hier mit uns im Gartencenter. Ivan geht jetzt, ist hier losgegangen, um mal nach dem Preis zu fragen, die wir da hinten gefunden haben. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Pflanze heißt. Ich hab's jetzt, Ivan, du hast es jetzt. Zwei fehlen mir eigentlich noch, die runterhängen, aber ist egal. So, ich habe jetzt ausgesucht, also der Herr hat mich gut aufgeklärt, das sind zwei verschiedene, also selbe Familie, aber zwei verschiedene Sorten. Selbe Familie? Die kostet 5,99 und die hast du gesagt 7,99, ne? Ja. Genau, und die blühen dann schön von Juli bis Oktober. Da sind wir mal gespannt. Wagen ist voll, Starful. Kleiner Mann hat keinen Bock mehr, nee. Deswegen gehen wir zur Kasse. Ich fand hier den nice. Welchen? Den? Ja, der ist echt schön, ne? Ja, so einen habe ich jetzt auch für drinnen geguckt, aber der ist tatsächlich aus Glas. Ich wollte für drinnen auch so einen. Also für drinnen wäre richtig geil, schön lang. Aber das ist ein Garten. So, man schaut da nicht davon. Wahrscheinlich nicht richtig zusammengeschraubt. Euro für so ein Schaukelpferd hier. Aber guck mal, Schatz. Die hat meine Idee einfach umgesetzt. Siehst du das? Das sind Laminatplatten, oder? Das ist, glaube ich, Fliese, ne? Aber wir haben noch Laminat oben. Ich habe zu Ivan gesagt, lass uns unseren Tisch draußen, der ist ja noch voll okay, einfach drüber kleben, weil der sonst aus Glasplatten ist, bevor die Kinder den halt nicht zerdeppert haben. Und ja, vielleicht machen wir das mit den Laminaten oder Vinyl, vielleicht mit Vinyl. Das Vinyl ist dünner und dann klebt man das einfach drauf und ja, pflegeleicht. Ja, hier nur so ein Strandkörbler zu Hause, ne?
ein bisschen Strandfeeling, Ägypten. Also die Stühle sehen echt bequem aus, aber sind die auch bequem? Ivan macht den Test. Und? Also nicht so. Nee. Weißt du, dann sagt er zu mir, ich reize die Nerven des Kindes aus. Machen die erstmal hier Sitzproben mit Miron und er. Naja, aber das muss halt sein, der Kleine. Der kommt gleich ins Bettchen. Und? Sofa? Ist schön? Ist das bequem? Oh, das ist ja cool. Wow. Das ist cool. Ja. Weil sonst kriegt das nämlich gleich aus. Ah, Miron, vorsichtig. So. Setz dich mal bitte hin. Vorsicht. War das Kissen da schon drauf? Das Kissen war da schon drauf, aber das geht so. Okay. Alles gut. So kann er dann auch da drauf sitzen, ohne dass er sich wehtut oder so. Alles klar, ja, danke. Bitte. Guck mal, in Blau passt das doch rein hier. Oh. Setz vorsichtig hinter dir. Ja, ich glaube, bequem ist tatsächlich was anderes. Ist nicht so bequem. Ich nehme die hier noch mit. Ach man, das ist doch echt zum Heulen. So viele verschiedene Pflanzen. Wie soll man denn sparen? Ich sag's euch. Ich bin echt verrückt, was Pflanzen angeht. So, nur ab zur Kasse. Aber hier gibt es doch echt heftig viel Auswahl. Das ist echt zum Heulen. Wow, und wir sind noch nicht mal an der Dekorationsstation vorbei. Ey, das ist wirklich zum Weinen. Ja, Ila, ich weiß. Dabei. So, aber hier Kasse. Achso, ich dachte da hinten, schade. Ich komme hier mal einen anderen Tag hin, wenn Ila besser drauf ist. Dann kann man auch hier Dekoration und sowas aussuchen. Ich find's aber geil, dass die hier auch Wein haben, ne? Kann man schön sich Weinchen mitnehmen und zu Hause auf der Terrasse. Obwohl ich nicht der Weintrinker bin, ne? So. Ja, da haben wir jetzt, ne? Unsere Pflänzle. Wagen ist voll. Die Nerven der Kinder sind am Ende. Zumindest das eine. Eigentlich von einem Kind. Eigentlich von einem Kind. Und Mann hat auch noch gute Laune, er lacht doch. Ich liebe dich dafür. So was. Dass du so geduldig bist mit mir. Guck dich das an. Der große Bruder fährt den gleich. Mira, nicht so schnell. So. Ist das süß. Ila gefällt. Ja. Und die beiden haben auch Spaß. Ila hat sich jetzt auch ein bisschen beruhigt. Ich habe ihn aus der Schale genommen. Der hat keine Lust mehr auf die Schale. Wir müssen jetzt auf den Kindersitz umsteigen. Hier. So. So sieht unser Einkauf aus. Mama kommt jetzt auch rein. Die Oma ist auch hier. Darf ich reinkommen? Guck mal, mach selber auf, ne? Guck mal, Mirons Auto kann fahren.